Das muss man sich mal vorstellen. Da habe ich vor circa 3,5 Wochen Post bekommen vom Amt, hier von der Stadt, mit einem Verwarnungsgeld von 55 Euro, weil ich auf dem Bürgersteig geparkt habe, stand drin. Ich sah das Ganze anders. Ich habe nämlich nicht geparkt. Ich habe nur ganz kurz gehalten, um das Tor aufzumachen, um dann in die Einfahrt zu fahren. Habe auch direkt am selben Abend noch Einspruch eingelegt, hatte mit der Dame noch telefoniert vom Amt und sie sagte, ich sollte das per E-Mail machen und habe ich dann auch alles gemacht vor 3,5 Wochen. Habe dann bis jetzt nichts davon gehört und gestern bekomme ich auf einmal einen Bußgeldbescheid, wo direkt mal 28,50 Euro mehr draufstehen. Das kann doch nicht sein, oder? Dann habe ich versucht anzurufen. Die junge Dame war natürlich nicht zu erreichen. Dann habe ich die Zentrale angerufen. Die sagte mir, sie legt der Dame einen Zettel dahin und sie wird sich noch im Laufe des Tages melden. Ist alles nicht passiert. Dann bin ich heute persönlich dort vorbeigefahren. Hab mit der jungen Dame gesprochen und habe gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Ich sage, wir telefonieren. Sie bekommen die E-Mail mit dem Einspruch. Nichts passiert. Auf einmal bekomme ich einen Bußgeldbescheid von Ihnen. Da sagt die eiskalt zu mir, das ist 3,5 Wochen her und der Bußgeldbescheid kam gestern. Och, da hat sich das wohl überschnitten, dann muss ich das wohl stornieren. Das kann doch nicht sein, wie langsam arbeiten so Ämter. Also, das ist für mich unverständlich, das kann einfach nicht sein. Ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Aber Ämter, ich weiß es nicht, wenn ich so arbeiten würde bei mir in der Firma, ich wäre lange pleite.